So, heute das erste Mal in meinem Leben Basketballblock bei Olympia Milano. Ich bin schon seit Jahren Ultra. Das sieht hier beim Basketball eher so aus, als wäre das so eine, keine Ahnung, so ein Konzert oder so. Keiner hat irgendwie ein Trikot an oder Merch von dem Verein. Ganz komisch irgendwie. Jetzt gibt es ein Battle hier, jetzt kommen die Auswärtsfans. Aus welchem Land kommen die? Was ist denn für eine Flagge? Litauen? Was sagt denn der Union da unten? Ekelhaft! Scheiße, wie geht's in der Kiste? 100 Euro, wenn du hingehst und ihn verprügelst. Den Unioner. Wo? Oh. Na den da mit dem Helm. Hier. Und jetzt stehe ich genau das erste Basketballspiel, was ich live sehe in meinem ganzen Leben. Aber ich habe früher viel NBA gespielt. Auf der Xbox. Also ich bin eigentlich quasi Experte. Und er macht für 3. Und jetzt hat er sich den Rebound geholt. Alles, was ich sage, ist ohne Gewehr. Für den ersten Korb des Abends sehen. Oh, die treffen ja nicht wie ich. Ich bin Auswärtsfans, also ich bin mehr Auswärtsfans als Leipziger. Der Basketball ist schon nice. Das geht immer hin und her. Ist eigentlich ganz gute Stimmung hier. Und es ist immer warm. Man hat immer eine konstante Temperatur. Ob Winter oder Sommer. Man kann hier mal im T-Shirt sitzen. Also, die Litauer. Ich habe mich gerade ein bisschen erkundigt über Basketball und Milan ist irgendwie komisch. Es hat irgendwie 18 Teams in der Europa League und die spielen so wie in der Liga. Da ist Milan irgendwie 16. von 18 und in der italienischen Liga sind sie Erster. Und die anderen sind irgendwie 7. in der Europa League Gruppe. Also es ist ganz anders als im Fußball. Sitzkomfort wird hier auf jeden Fall klein geschrieben in Italien. Guck das hier an, Alter, ich bin noch 1,70 und komme ja an die Rippen mit meinen Knien. Hier sitzt keiner normal. Überall sind die Beine über die Sitze. Wenn das ausverkauft wäre, wäre die Hölle. Da ist Danny gerade auf Klo gegangen bei den Beinen. Da wurde er rausgejagt. Da hat eine Frau geschrien und hat gesagt, ein Vergewaltiger, ein Vergewaltiger. Und dann hat Danny ihn wieder eingepackt. Er sagt nichts dazu, weil es ihm peinlich ist. Heute erst wurde er beklaut und jetzt ist er noch ein Vergewaltiger. Also der Tag ist komplett gelaufen. Das war ein Schuss mit X, ein Satz mit X oder so. Wir sind doch nicht mehr die Sprichwörter. Sieht aus wie ein Sprichwortlexikon oder was? Ich geh jetzt für den Ultras. Das ist der Ultra. Lockdown in Milan.
das Ritual bestanden. Ich bin jetzt einer von den Ultras. Unsere Ultra-Gruppierung heißt... Die Milano-Militanten sind wir. Ja, wir sind alle Milano-Militant. Zum Spiel steht 34:51 Milano. Das ist anscheinend eine Vergewaltigung hier. Kein einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. Jetzt haben wir aber Freiburg. Dann wollen wir den wenigstens. Da hat er noch easy peasy aus. Sicher. Und den zweiten, den zwirbelt er jetzt auch hin. Oder was sagst du? Wenn er den macht, dann eine Cola auf deinen Nacken. Also keine Cola, hast du Glück gehabt. Was ich gut finde, ist, dass die Leute immer noch jeden Korb bejubeln, obwohl die Mannschaft irgendwie 12 Punkte hinten liegt. Also, wenn ich so ein richtiger Fan von denen wäre, ich wäre schon im Loch drinne. Wie bei Sparta, bei dem Loch. Reingetreten worden und ich würde nie wieder rauskommen. Ich habe jetzt die Seiten gewechselt, ich bin jetzt bei den Litauern. Weil wir... die geht schon ein bisschen mehr ab, muss man ja mal sagen. Auswärtsteam hier, so eine Stimmung macht. Oder? Ja, was jetzt manchmal macht hier schon gut Stimmung. Ja, besser ist gut, wenn sie einfach. Ja. Dann macht jeder mit. Alter, ist der da nackt? Alter, er hat unten drin. Nee, der hat schon einen. 7 Sekunden für den Angriff. Ja, den haben sich einfach wieder geprüft. Gehen einfach alle zum Basketball hin, das ist jetzt schon der zweite. Dann kicken die hier alle Fußball. Handy. Schön Juventus glotzen. Ja, Basketball ist auch nicht so geil. Geht dir vollkommen recht, mein Freund. Alter, die Bude bebt! Die Leute glauben noch dran. 9 Punkte, aber richtig. Alter. Es war so laut, dass wenn Harvard deutscher Meister wird. Ich glaube, die Hoffnung war kurz da bei den Fans, aber jetzt ist sie auch erloschen. 2,5 Minuten noch und 10 Punkte Rückstand. Und jetzt wieder keinen reingemacht. Sieht schlecht aus. Dann sind es noch 5 Punkte und 1 Minute. Und jetzt, vor 2 Minuten war noch hier Ekstase und jetzt gehen sie alle los nach Hause. Schlussfazit zu dem Besuch. War ein krankes Comeback. Ja, war ein krankes Comeback, sind zurückgekommen. 20 Punkten Rückstand. Und haben trotzdem verloren. Aber Stimmung war schon krass. Also eine Halle, die macht doch schon echt Dampf, ey. Schreibt in die Kommentare, wo wir hinfahren sollen, fliegen. Ja, dann machen wir das. Dann geht's ab. Rambazamba, rucki zucki.